Wir haben uns im Schlaf das Blut des Juwelenfressers von den Händen gewaschen, beziehungsweise abgeleckt haben wir die Blutkrusten, die dieser grabende Teufel auf uns hinterlassen hat. Und sind jetzt wieder zurück hier in der freien Stadt Maya, meine liebsten Leute. Und in diesem Sinne geht's auch weiter hier in Folge 9 von Seiken Densetsu 3, dem dritten Teil der Seiken Densetsu Collection für die Nintendo Switch. Und insgesamt auch halt der dritte Teil, ne? Und was noch gesagt werden will, ist, wir spielen natürlich immer noch im japanischen Original. Jawohl, wir müssen raus, wir haben das Nitro-Pulver, wir sind ganz explosiv zu Gange und müssen jetzt ja, glaube ich, zum Bon Voyage, ne? Der hat ja hier hinten gewohnt, irgendwo hier hinten in der letzten Kaschemme am Rand des Dorfes, dort, wo niemand normalerweise einen Fuß hin trägt. Dort ist er zu Gange und deshalb, wir gehen mal rein und guckt euch den mal an. Ah, ja, ja, wollen wir mit dem reden, wir wagen es einfach mal. So, oh, ja, wer seid ihr denn eigentlich? Eigentlich müsst ihr uns doch schon kennen. Wir haben doch markante Gesichter. Großes Busenwerk haben unsere weiblichen Begleiter. Das merkt man sich doch. Ja, und Julian sagt, was? Wie kannst du vergessen haben? Du bist doch derjenige, der gesagt hat, dass wir das Nitro-Schwarzpulver holen sollten. Das ist ja, du bist mir echt so ein Kamerad, ja, das ist unglaublich. Oh, ja. Da war ja irgendwas gewesen. Nein, das habe ich natürlich nie vergessen gehabt. Aber, Moment mal, Schießpulver? Was war das denn nochmal? Genau. Es wird Zeit, jetzt kurz einen Prozess zu machen. Ich hätt schon bei ersten Begegnungen das Schwert gezogen. Und jetzt, sagt Bon Voyage, warte mal ganz kurz. Das war nicht so gemeint. Nein. Moment mal. Ah, stimmt. Du meinst das Schießpulver für meine Super-Mega-Kanone da draußen hier. Das Zweierkaliberchen, ne? Ja, ich würde sagen, geht ihr schon mal vor? Ich komme gleich hinterher. Dieser Typ! Meine Güte! Warte, kann ich einen Holy Ball auf ihn? Das wollte ich schon immer mal auf ihn beschworen haben. Geht das? Holy Ball! Nee, geht klar. Ich muss aufpassen. Gleich geht er wieder forsch voran. Noch seht ihr, wir stehen. Mein Joy-Con ist stets unter Kontrolle, aber das ist nur eine Frage der Sekunden, bis das Problem wieder ausbricht. Ich rede jetzt erstmal mit ihm wieder. Er ist ja aufgetaucht. So, dann ist ja jetzt alles fertig. Meine Ultra Gorgeous Super Cannon Nummer 2, das ist wirklich die Star-Kanone, unfassbar. Guckt euch das mal an, wir wollen doch gleich mal losfeuern. Ja, der Wind stimmt. Ja, mal gucken hier, Richtung Mars nehmen, ja, die Richtung festgelegt, super. Ich schieße euch noch vor Nese, nicht wahr? Seid ihr fertig, vorbereitet? Natürlich. Oh, Trommelwirbel. Das ist aber eine geräumige Kanone. Oh, okay, meine Fresse. Und zack, flattern wir empor. Kreisende Bewegung. Oh, und auf dem freien Feld, da ist aber keine Fläche zum Aufschlagen, oder? Da platzt uns doch gleich vor Druck der Dame aus allen Öffnungen. Und was war? Wir haben es überlebt, scheinbar. Na, zumindest, Julian hat es überlebt. Ja, ich glaube, unsere weiblichen Begleiter sind beidesamt hier zu Tode gekommen. Das ist ja traurig. Und Julian sagt, au. Verdammte Scheiße. Moment, hier ist das nicht die Hochebene von Modebär? Oh, nein, dann hat er sich verschätzt, hier wollten wir gar nicht hin. Oh, da kommt es nicht mal mehr, da wollen wir nicht mal mehr drauf einsteigen und drüber reden. So dramatisch das hier. Oh, verdammt. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ah, da sind auch die Modebärs. Diese kleinen, zierlichen Kreaturen mit den lustvoll gestalteten Stachelpanzer. Aber vorher haben wir noch ein paar weitere Insekten zu vernichten. Da klatschen wir mal rauf, so ein bisschen. Ah ja, Rinja! Schön, danke schön. Danke für diese Siegesbekundung. Ey, ach, müssen wir hier von Loch zu Loch steigen, oder was? Wir speichern das mal. So, Kodano. Geh mal hier. Mach mal da mal einen kleinen Eintrag. Maulbär, also Maulwurfsbären Obergebiet hier. Hochebene.
rein. In den Schlund. Und da erbricht uns Mutter Erde zugleich. Wie kann das denn eigentlich physikalisch möglich sein? Ist da irgendwie so ein Luftzug, der uns da durchdrückt? Na gut, es geht hinab und dann steigen wir hoch. Heiße Luft wahrscheinlich, die da rumsprüht. Hier kommen wir wieder zurück, oder was? Ist das ein... Oder wo bringt uns dieses, leicht, ja... sonderbar phallusartige Gebilde? Schießt uns einfach nur empor. Ah, da vorne ist wahrscheinlich da, im Nordosten zu verzeichnen. Da müssen wir wohl hin. Ja gut, danke. So, nochmal den Schenkel angeknackst. Und das... eine mysteriöse Statue? Ich geh erstmal hier unten lang. Da sind die Maulwurstbären, die will ich erstmal kaputt klatschen. Moment, ich will noch einmal ganz kurz hier. Ich muss mal wechseln. Gehen das so? Ja. Ich will ein Holy Ball auf alle machen. Das ist ein Bedürfnis von mir, sorry. Ab und an überkommt's mich. Da knalle ich solche Schoten raus. Da! Ein grafisches Meisterwerk gewesen, ich weiß. Win? Müssen wir nicht auch mittlerweile die Kraft vom Gnom haben? Ja, ne? Oh, ich glaube schon, ne? Gleich mal gucken. Sie kann hier nicht zaubern, ne? Die kann hier mit Äxten kann sie werfen oder hier Traumkraut aus der Hose raus wachsen lassen. Hä? Sie scheint nicht in der Lage zu sein, Zwergenmagie anzuwenden. Na egal. Ich töte! Wer bin ich überhaupt? Ich weiß gar nicht, welcher Charakter ich bin. Was ist mit mir los? Ich bin, glaube ich, Ich hab gerade eben scheinbar meine Autorität abgegeben an den Computer. Ich heile mal hier unten. Die magische Madame war leicht am Leiden. Schwere Wunden hat sie mit sich geschleppt. Scheinbar von den Minos, den Maulwurfsbären, die hier an ihrem Kleidzipfel genagt haben und da dann wahrscheinlich so ein bisschen peripher in der Haut auch was abgezupft haben. Ich glaube, es kommt noch an, in welches Loch wir steigen, ne? Ah ja, guck mal. Ah, jetzt sind wir hier. Na gut, da sind wir nicht wirklich weiter. Okay, gut. Dann halt hier weiterkämpfen. Dann entfesseln wir mal einen starken Angriff. Und dann geht's weiter. Aber erst öffne ich die Kiste. Und da kriegen wir Honig raus. Ah, und nochmal. So, wir klatschen einfach mal frei drauf los. Zack. Hier, da. Das ist schon echt wirklich herzzerreißend. Ich mag Maulwürfe so gerne. Und Igel auch. Und wenn man so eine Kombination daraus hat, da kann ich gar nicht dran denken, wie die hier mit Schwertern, Stäben und Lanzen drauf einprügeln. Furchtbar. Eine Fratze, ne? Fratzenbaum. Scheinbar ein magischer Wald. Und da unten, der hat Leuchteraugen. Oh, 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 oh. Ich esse mal kurz ein Bonbon. Auf diesen Schmerz. Yep. Perfektion. Das ist gut gewesen. Und jetzt bitte ich mal alle drum, dass ihr mal ganz schnell mithelft, diese kleinen stacheligen Teufel zu beseitigen. Ja, komm. Oh, verdammt. Was ist denn hier mit der Tussi da? Und wie heißt die nochmal? Jeanette? Nee. Giulietta, Angela. Ach, Angela, komm. Angelata. Angelata. Angelata, komm da unten wieder weg. Angelata, weg da. Was macht ihr denn da oben? Meine Güte. Wie kann man denn irgendwas mit dem machen hier? Das sind aber sinistere Züge, die Bäume hier aufweisen. Will ich doch glatt mal zur Axt greifen. Alles Zauberwerk hier. Furchtbar. Hexerei. Ketzer. Oh, jetzt müssen wir wieder das richtige Loch finden. Das kennen wir. Blindlings einfach reinsteigen und hoffen, dass wir richtig landen. Da.
Warte mal, da waren wir schon. Aber oben links waren wir noch nicht drin, ne? Gehen wir oben links nochmal rein. Können wir uns den Spaß erlauben? Nee. Ich hoffe immer auf irgendein Geheimnis. Dass ich der erste Spieler bin, der etwas entdeckt in einem Spiel. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das der Fall ist, weil ich immer sehr akribisch alles durchsuche und gucke. Aber, nun ja, bisher bei diesem Projekt ist mir das leider noch nicht widerfahren. Was ist das denn? Um Gottes Willen, das ist eine kleine Frau, nur verkleidet als Biene. Und trotzdem wird sie totgeschlagen. Wir machen gar keinen Unterschied. Wir schlagen einfach alles tot, was fliegt. So, was gibt's denn hier? Die Amazone. Die will natürlich Power haben. Da hauen wir mal die Stärke noch um einen Wert weiter hoch. Damit sie mehr Stoßkraft in der Lanze hat. Ist gut. So, was haben wir da noch? Hier, okay, hier geht's an einen Ort, der uns nicht wirklich weiterbringt. Nun ja, muss auch nicht jeder Weg uns zum Ziel führen. Ja, das ist natürlich auch zu betonen. Und das wieder eine Kluft. Wir steigen rein, schlüpfen durch und fallen dann da wieder raus. Guck erstmal hier. Okay, da sehen wir schon. Zwei Bienen und wieder so eine Fakerin. So eine Bienendame. Ist das, was ich da mache? Das ist das richtige Timing. Alle Gegner kurz abwarten und dann Holy Ball! Geil. Nochmal? Gerne. Alle Gegner. Bisschen säuseln. Und wieder. Oh, ja. Guck dir an, die ist explodiert, die Frau. Da unten. Ah, der andere kommt. Der andere hat überlebt. Lass mal weiterleben. So, ich brauche wieder Duran. Ah, Fledermäuse. Batoms. So heißen sie hier. Mit Ultraschall greifen sie an. Bringt nichts. Bringt gar nichts. Erbärmlich, wirklich, dieser Versuch, überhaupt mit Ultraschall gegen uns vorzugehen. Kannst auf deine Mutter anwenden. Da hilft das vielleicht, aber nicht auf mich. So, schon wieder. Ja! Da zerspringt er in sein Einzel. Das liebe ich wirklich. Das ist das Beste an der Second and Set-Reihe, beziehungsweise an dem Vorgänger und in diesem Teil, dass die Gegner platzen, explodieren und hier komplett zerfetzt durch die Luft fliegen. Oh ja! Weiter geht's. Jetzt komm! Ja, wirklich, eine gezinkte Fläche. Hier sind sie überall. Hier hocken in allen Ecken. Ah, sind wir da? Das kann doch nicht sein! Julian schreit hier hysterisch. Komm, nimm dich zusammen, was ist los? Hey! Und der Soldat oder der Ritter vor Nessus oder vor Senna sagt: Oh, die Soldaten aus dem Magierkönigreich Athena, sie kamen, haben angegriffen. Oh nein, der Heldenkönig ist in Gefahr. Nein, wir müssen uns beeilen. Es knallt im Hintergrund. Ein hinterhältiger Anschlag. Und da, guckt euch das an. Feurige Argumente werden da ausgesprochen. Und da liegt er. Judan und seine Freunde sind angekommen. Und ja, ein Angriff des Königreichs Athena findet statt. Ganz plötzlich wird hier vor Szene angegriffen. Es ist wirklich scheußlich, was sich hier abspielt. Die Frauen, die wüten, eine liegt da schon, das ist, die Beine sind freigelegt, das ist ein grausames Kriegsschauspiel. Eismagie und natürlich mittendrin der König des Harems sozusagen, der Magierin, der Crimson Magier, der Scharlach oder beziehungsweise Zinnoberrote Zauberer, der sagt: Alles klar. Hier ist auch alles erledigt. Die sind alle plattgelegt worden. Nun wollen wir rein ins Schloss und dort eine magische Bestie heraufbeschwören. Ruft hier ein Athena-Ritter. Der stöhnt da. Guck, der kann sich sogar durch diese Dinger da durchschälen. Der hat aber nicht die Rechnung mit uns gemacht. Wir sind da. Und Julian sagt: Verdammte Scheiße,
Der scharlachrote Magier ist da. Er ist wieder aufgetaucht. Und zwar jetzt gerade in dieser Situation. Wir müssen uns beeilen. Der König, die königliche Hoheit ist in Gefahr. Oh, jetzt los. Und der Soldat Altenas stöhnt. Und Jonathan sagt, alles in Ordnung. Oh nein, er hat sein Bewusstsein nur verloren, er lebt aber noch. Wo kommen wir am besten rein? Hier? Das ist der Zugang? Ah, guck mal, wir haben eine... Jawohl, so eine goldene Statuette. Die mag ich am allerliebsten. Die macht wirklich alles heile. So eine habe ich übrigens bei mir in den Privatgemächern auch stehen. Ja. Die fasse ich immer vom Schlafengehen an. Jetzt wollen wir mal drüber reiben, dann... Das ist sehr effektiv. Ja. So. Das ist doch Bossmusik. Warum läuft die jetzt schon? Dabei ist hier doch nur so ein kleiner... So ein kleiner Frotti-Träger. Guck dir die mal an. Keine Chance. Aber diese Schachfiguren, die hasse ich. Die Springer da, diese Pferde, die machen mich... die haben mich, glaube ich, im Second Assetto 2 schon mürbe gemacht. Maschinengolem. Aber hier brauche ich gar nicht groß mit Zauber rausrücken. Ich glaube, da können wir mit physischen Angriffen viel mehr Schaden bereiten. Wir schlachten jetzt. Wir schlachten hier wirklich einfach alles. Komm. Oh, was ist das denn? Ein Orkan hat der entwickelt. Das ist ja fies. Ich dachte, das wären gerade diese Silvesterknaller. Kennt ihr die? Diese Luftscheiben, die da rumflattern. So sah das aus. Was ich jetzt mache mit dir? Komm her! Was ist hier an deinem Zipfel, du? Weg mit dir! Oh. Sind das die besagten magischen Bestien, die wir heraufbeschworen wurden? Also, ich weiß ja nicht. Wenn ja, dann sind sie keine große Bedrohung. So, wir klatschen weiter. Ja. Yep. Da sind wir. Dann ist der Angreifer ist hier. Erinnert sehr stark. Natürlich, wir haben ja Square Enix als Entwickler. Da sehen wir natürlich die Parallelen zu Final Fantasy Vivi oder wie er hieß. Im 9. Teil war das, ne? Oder? Irre ich mich da jetzt gerade? Aber ist jedenfalls schon eine gewisse Ähnlichkeit. Das sind die, die aussehen hier wie... Oder kennt ihr He-Man von früher, Orko? Diesen flatternden Zauberer, sagt, sieht genauso aus. Wie diese Kuttenträger da. Moment mal hier. Zack. Jetzt komme ich hier mit He-Man-Wissen raus. Das ist, man sieht, aus welcher Generation ich noch stamme. Kennt man das heutzutage überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Egal, ich hau weiter auf. So. Kümmerling, stirb. Da! Mal ein Salto gemacht, auch wenn das überhaupt gar keinen Effekt eigentlich auf die Attacke hat. Hauptsache, es sieht cool aus. Wo ist denn die königliche Hoheit? Irgendwo hier oben? Unicorn Head. Also Einhornkopf heißen die Gegner. Im japanischen Original. Und du hier? Magician! Magician, der Zauberer. Eine Entlehnung aus dem Englischen von Magician heißt halt Magician. Kann aber auch Madoshi heißen oder Tejinashi. Gibt verschiedene Bedeutungen für Zauberer, Taschenspieler oder was auch immer da gibt hier. Komm, Jordan muss, glaube ich, mal ganz kurz aufgeladen werden. Mit einem Bonbon. Köstlich. Ja. So, nachdem wir diesen Stock Riesen geschluckt haben, geht es schon in die nächste Attacke über. Ein kleines Lüftchen auf unserem Schädel entfacht. Macht mir ja nichts. So, ist das Pferd noch da? Oder ist es eben zerstört? Haben wir das zerstört? Moment mal, geht's hier unten? Ging's da noch weiter eigentlich? Hier lang? Da gibt's doch bestimmt immer noch eine richtig schön saftige Kiste zum Mitnehmen, oder? Komm her. Irgendwas ist hier noch da. Natürlich ein weiterer Magier. Den wir in die Ecke gedrängt und zu dritt zu Tode geprügelt haben. So gehen Helden nun mal vor. Will uns das Spiel scheinbar hier zeigen. Ah ne, da waren wir doch schon. Die haben wir schon alle getötet hier. Gibt wahrscheinlich nur mehrere Wege, die man bis zum Thronsaal beschreiten kann. Ich bleib mal auf dem Pfad. Hier,
So. Schauen wir dort vorne nochmal. Gehen wir nicht rein. Ja. Wobei. Das ist wahrscheinlich einfach nur der andere Flügel des Gebäudes. Wir müssen wahrscheinlich den Mittelgang gehen. Oh, jetzt fängt aber was ganz Besonderes an. Was war das denn? Kann ich jetzt nichts deuten. Ich weiß nicht, was das war gerade. Es war sehr angsteinflößend. Meinen vollen Respekt dieser Attacke gehabt. So. Kommt da! Hör auf zu wackeln! Meine Fresse, was ist das denn? Schwerst behindert oder was? Weg. Ich muss mal weitergehen hier, komm. Puh, immer diese Mechanik hier. Guckt euch das mal an. So. Ja! Weg. Das war's. Dann schauen wir mal da. Und oh nein! Eine Soldatin Athenas, die sagt... Oh, oh, die stimmt ein bisschen. Und Diodan, ach, kein Problem, die ist nur ohnmächtig. Die ist wahrscheinlich von oben runtergefallen. Hier oben irgendwo da von dem Treppe ist gestürzt und dann seitwärts da runtergeklatscht. Ah, weitere Maschinengolems. Jawohl. Und Angriffe, die uns hier penetrieren von allen Seiten, auf uns einhageln. Schwer verdaulich. Ja, aber dafür steigt unsere Magierin in ihrem Level und wir können... Ich würde hier am liebsten die ein bisschen flinker machen. Die ist so ein bisschen langsam. So ein bisschen phlegmatisch manchmal, ne? Schwer von Begriff, oftmals auch. Ja, kann man schon behaupten. Deshalb, da helfen wir ein bisschen nach. So. Ein Sieg. Und was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Das Kaminzimmer. Boah. Ey, jetzt haben sie aber Judan hier. Richtig schön im Schussfeld. Aber wir sind... Mal ganz ehrlich, diese Einhornköpfe. Was haben die denn für eine Funktion hier? Bei diesem Überfall auf dieses Königreich. Letztendlich, die warten, bis ich sie berühre. Dann werden sie erst aktiv. Hätte sie einfach jetzt im Weg stehen lassen können. Hätte keinen großen Unterschied gemacht, oder? Ich schau hier nochmal. In Hoffnung, dass wir noch was ergründen. Ein weiterer Magier. Und da erwachen die Köpfe, weil wir natürlich da gerade leicht gegengekommen sind. Oh, jetzt brauchen wir mal ganz kurz noch ein Bonbon für Judan. Ja. Eine Köstlichkeit. Und nicht nur er, auch Angela will erstmal noch richtig schön genährt werden. Deshalb gebe ich ihr jetzt das Bonbon in den Rachen hinein. Von Mund zu Mund habe ich das gleich überreicht. Und dann gehen wir hier jetzt lang. Oh! Musik bricht ab und da kommt zur Konfrontation. Der Magier sagt... Du hast keine Chance, was auszurichten. Egal, was auch für ein Heldenkönig du sein magst. Ich habe deine Bewegung mit meiner Magie versiegelt. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du kannst nichts mehr tun. Und der König sagt jetzt... Du bist also der scharlachrote Magier aus Altena. Warum hast du das getan? Warum greifst du Valda? Nein, hier, die Königin von Fornes, Forcena. Hä? Warum, was ist jetzt Ziel dieses Angriffs? Erzähl das mal hier frei raus. Es geht natürlich um die Mana-Steine, die überall auf der Welt verteilt sind. Und... Nun, du musst wissen, wir suchen sie und wollen die halt, ne? Und vor Sena müssen wir, und mein Auftrag ist es, hier bevor vor Sena in den Weg uns in die Quere kommt, das Königreich auszulöschen. Und ja, wir können nicht mehr zulassen, dass ihr ein Spielstein in diesem Spiel seid sozusagen und uns in die Quere kommt, wie es so immer der Fall war. Ich verstehe. Das ist sehr bedauerlich. Was das
was du wissen wolltest? Also gut, wenn es das ist, dann kannst du nun sterben. So tötet man aber jemanden, in die Knie zu gehen und zu beten. Aber Dylan sagt, halt, warte. Oh, geil, wir können kämpfen. Schnell, wir müssen ihn aufhalten. Ja. Oh nein, er ist schneller als wir. So plötzlich erscheint auf einmal dieser Bengel hier. Tja, alles klar. Merkt ihr eins, wir werden uns wiedersehen. Warte! Das war's schon? Verdammter Mist, er ist wieder entkommen. Ich wollte doch gegen ihn kämpfen, Mann gegen Mann. Du elendiger Scharlachroter Magier. Wenn ich dir das nächste Mal treffe, dann werde ich dich auf jeden Fall fertig machen. So, raff dich auf. Oh, königliche Hoheit, sind Sie in Ordnung? Oh, Dune, du bist wieder zurückgekommen. Nee, ich gehe wieder. Nein, das liegt am Joy-Con. Was ist los, Son? Jetzt reden wir mal mit dir. Angela sagt... Königliche Hoheit, Sie kennen meine Mutter, nicht wahr? Oh, du bist also die Tochter von der Königin Balda. Ja. Aber ja, bin ich. Aber meine Mutter hat versucht, mich auszulöschen. Wie? Was sagst du da? Das kann doch nicht sein, dass Balda überhaupt eine Tochter hat. Das ist unglaublich. Was soll das denn heißen, du? Das will ich jetzt nicht sagen, aber ist nichts. Komm, Jedenfalls, was... Was sagen Sie da? Das geht mir nicht aus Sinn. Warum zweifeln Sie es an? Jetzt komm, halten Sie nicht zurück, erzählen Sie es. Hey, du junges Fräulein, bist ein bisschen forsch, das ist der König, dem du hier gegenüber stehst. Was erzählst du da? Was bist du so schroff zu ihm? Was? nein, Judan, mach dir nichts draus. Es tut mir leid, Prinzessin. Ich denke... es wissen einige, aber letztendlich ist es besser, es jetzt nicht auszusprechen. Und mich interessiert auch, was mit Balda der Königin überhaupt vor sich geht. Sie, die einstmals so freundlich war, dass sie versucht hat, ihre eigene Tochter zu ermorden. Der König... Oh, was ist das denn? Ah, meine königliche Hoheit, sagt jetzt die Fee. Wir wir, damit meint sie jetzt sich, die Feen, sind auf der Suche... Ah, nee, die Fee und die Kameraden hier. Wir sind auf der Suche nach den Naturgeistern, den Elementargeistern, die in der Nähe der Mana-Steine sind. Erzählen Sie uns bitte, wo ein Mana-Stein zu finden ist. Eine Fee! Ha, ich verstehe. Ihr... Warte, also, ich kann mich erinnern. Ich habe einstmals im Kampf gegen den Drachenkaiser eine Fee gesehen, ja? Und ich muss sagen, ich gib's nicht wirklich ungern zu. Ich bin ganz stolz drauf, aber auch ich wurde einstmals von einer Fee auserwählt. Und Jordan, hä? Wie jetzt? Ja, aber leider ist es so, dass die Fee mich ja zurückgelassen hat. Wurde von dem Drachenkaiser tot gemacht. Und deshalb, ja, dass auf einmal wieder eine Fee hier auftaucht. Das heißt, die Welt ist in Gefahr. Gefahr droht, scheinbar. Oh, was passiert jetzt? Jetzt wird eine Geschichte erzählt. Erzählt das jetzt der König, dann muss ich die Königsstimme machen. Auf der Welt existieren 8 Malersteine. Ah, nee, ist die Fee. die basieren auf, oder existieren auf Basis von 8 Grundelementen. Erde, Wasser, Feuer, Wind, Licht, Dunkelheit, Mond und Baum. Und in der Nähe dieser Mana-Steine, da sind entsprechend dieser grundlegenden Materien oder dieser Elementargeister beheimatet. Die wohnen da sind zu finden. So zum Beispiel der Elementargeist des Lichtes, Will-O-Wisp, und der Erde, der Gnom. Und jetzt grüßen hier Whisper, Kissu und den Gnom. Ja, 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 ja. Schön.
Also fehlen euch noch 6 Stück. Also, wie wäre es? Von der Handelsstadt bei Sel solltet ihr mit dem Schiff nach Paro reisen. Denn dort ist ja das bergige Gebirg von Roland. Und dort sollte der Windstein sein. Und riecht die Amazonin die Hörchen natürlich auf, denn die kommt daher, ne? Verstanden. Wir werden die finden. Um die verbleibenden Mana-Steine zu finden, denke ich, wäre es notwendig und eine gute, notwendige Hilfe, wenn ihr den Naturgeist des Windes, den Djinn, findet, ja? Wenn ihr Djinn gefunden habt, dann kommt wieder zurück. Gebt euer Bestes. Was ist das denn? Gibt ihr uns hier Befehle? So, jetzt erspackelt wieder meine Steuerung. So, dann gehe ich mal hier hin, warte, geht es her? Ja gut, guck mal. Ich habe mich hinter den Soldaten gestellt. Dann ist Yoda ein bisschen runtergegangen, aufgrund meines Joy-Cons, und schon bleibt er stehen. Das war ein Zeichen. So, ihr lieben Leute, ich mache hier mal einen kleinen Cut nach diesem atemberaubenden Kampf durch dieses belagerte Schloss und unserem Widerstand gegen den scharlachroten Magier, sage ich. Das war's. Ihr könnt jetzt aber schön kommentieren, liken. Und bei dem Kommentieren mir auf jeden Fall nochmal schreiben, wie ihr euch verhalten würdet, wenn ihr ganz urplötzlich morgens aufwacht und neben euch ein Einhorn-Kopf-Schachfiguren-Spielstein steht und euch attackiert. Was würdet ihr mal jetzt mit Joy-Con? Wie reagiert ihr drauf? Schreibt es in die Kommentarzeile und guckt auch in den sozialen Medien. Ich würde mich wahnsinnig freuen und euch dort liebkosend willkommen heißen. Und ja, das nächste Mal geht's weiter. Bis dann, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.